Willkommen aus Düren zum Länderspiel Deutschland gegen die Niederlande. Bob, wir stehen hier eng beieinander. Wir sind beide negativ getestet auf Corona. Das ist schon mal das Wichtigste. Wir wollen ein bisschen sprechen über das Matchup und über die kommende Europameisterschaft. Erstmal die wichtigste Position, die Zuspielerposition bei euch. Lukas Kamper ist nicht im Kader. Was kannst du zu ihm sagen? Also Lukas hatte sich im letzten Spiel seine Meisterschaft verletzt. Und hat ein bisschen gedauert, bis wir wirklich genau wussten, was zu tun ist. Wurde im Sommer dann auch was gemacht, operativ. Und jetzt geht es ihm eigentlich sehr, sehr gut. Leider reicht es von der Zeit her nicht ganz für uns. Zusätzlich sind wir aber froh, sozusagen mit den Zuspielern, die wir haben, sind wir sehr happy. Also klar, unser Kapitän fehlt uns, aber mit den zwei sind wir wirklich gut aufgestellt. Jetzt reden wir erstmal über die Kapitänsrolle. Wer wird die dann übernehmen, jetzt und bei der Europameisterschaft? Ja, unser Kapitän ist Christian Fromm, hat mit die meiste Erfahrung, war ja auch bei unserem letzten großen Erfolg, bei der letzten EM, auch eine tragende Rolle und ist einfach ein bisschen der Papa des Teams. Also ist nicht der Älteste, aber ist schon der Papa des Teams. Die Zuspielposition dann besetzt mit Jan Zimmermann und mit Johannes Tille. Wie haben sich die beiden gemacht, spätestens ab dem Moment, wo sie sich der Verantwortung auch bewusst sahen? Für Jan das erste Turnier als Stammzuspieler letztendlich, zumindest wenn man Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, Olympiaquali betrachtet. Und für Hannes überhaupt das erste große Turnier. Wie geben sich die beiden aktuell? Also aktuell nimmt Hannes so ein bisschen den frechen jungen Part ein. Er hat, wie gesagt, noch nicht so viel Erfahrung, ist aber einfach ein Zocker. Er hat sich sehr gut reingearbeitet in das Team, hatte auch am Anfang, weil er war ja eigentlich für die Nations League auch im Rennen, hatte dann Probleme, hat sich verletzt und ist deswegen erst zur Europameisterschaft bei uns quasi auf die zweite Rolle gerückt. Und bei Jani sieht man einfach, er tut alles. Er arbeitet jeden Tag unfassbar hart, versucht das Team zu führen, obwohl die Fußstapfen von Lukas natürlich riesig sind. Und auch die letzte Saison war für Jan nicht einfach, war zweiter Zuspieler, hat wenig gespielt und dafür sind wir mega happy, weil diese Nations League haben wir versucht optimal zu nutzen, er hat alles gespielt mit der Unterstützung von Burggreff hier in Düren, der auch einen guten Job gemacht hat, aber Jani wächst jeden Tag, arbeitet jeden Tag und wir sind guter Dinge, dass er diese erste Zuspielerrolle auch gut ausfüllen wird. Die entscheidende Achse bei der deutschen Nationalmannschaft seit Jahren ja immer Lukas Kamper, Georg Grosser. Wie funktioniert das Zusammenspiel von Jan und Georg? Ah, das Zusammenspiel von Lukas und Georg kann man nicht ersetzen. Die kennen sich seit so und so vielen Jahren, haben alles Mögliche zusammen gespielt und gewonnen. Aber die Arbeit funktioniert. Also wir werden besser, nicht so gut wie Lukas und Georg. Aber das ist, wie gesagt, auch nicht möglich. An sich. Die zwei sprechen miteinander, die verstehen sich gut und dann klappt es früher oder später auch. Sehr gut. Wir schauen aufs jetzige Spiel, aufs Matchup, auch gegen die Niederlande. Was erwartest du für ein Spiel? Ich sehe es ungefähr auf Augenhöhe. Wie siehst du es? Siehst du euch ein bisschen vorne dran, ein bisschen hinten dran? Ja, ist in der Vorbereitung ist schwierig zu sagen. Wir haben natürlich ein bisschen was gesehen. Am Schluss hat die niederländische Mannschaft zwei absolute Top-Angreifer mit mir und Ter Horst. Auf die sind wir erstmal gespannt. Mal sehen, was sie drumherum bauen dieses Mal. Trainer ist ein fantastischer Typ, der auch immer sehr gut vorbereitet ist. Also ich hoffe, dass wir einfach ein geiles Spiel sehen, wo wir ein bisschen diese Wettkampfatmosphäre genießen können. Die hat uns schon gefehlt. Und darum auch die Freude, dass wir wieder vor Fans spielen können, ist das Wichtigste. Ob das jetzt taktisch heute alles schon ideal läuft, bezweifle ich. Ist uns aber auch nicht ganz so wichtig im Vorhinein. Im Nachhinein sicher schon, wenn wir es aufbereiten. Gibt es einen bestimmten Fokus, letzte Frage, einen bestimmten Fokus, den ihr legen wollt in dem Spiel, dass ihr sagt, wir versuchen nochmal zu schauen, dass wir insbesondere die Achse zum Spiel diagonal stärken oder dass wir möglichst variabel spielen? Oder gibt es da noch einen Fokus, den ihr legen wollt, spielerisch? Wir haben insgesamt individuell versucht, einen gewissen Fokus zu legen. Wir haben ja schon in der Nations League angefangen, unser Annahmesystem ein bisschen umzustellen, gerade gegen den Flatteraufschlag, dass das weiter funktioniert. Wir haben versucht, gerade unseren Aufschlag deutlich zu verbessern, haben da viel dran gearbeitet, was natürlich eher ein individueller Punkt ist. Und dann haben wir schon auch uns heute ein, zwei gruppentaktische Sachen vorgenommen. Man sagt, im Block ein paar Sachen besser machen als noch wie die Niederländer zum Beispiel in der Nations League. Aber ich kann dir am Ende mehr sagen, was gut funktioniert hat, als am Anfang. Da komme ich drauf zurück. Dann jetzt erstmal viel Erfolg und hoffentlich uns schon mal viel Spaß beim Spiel. Vielen Dank. Wir sind in der Aufgabe, ihr seid zu wenig, ihr seid zu wenig, ihr dürft zusammen, aufgepasst, wieder mit dem Süden und in den Norden.
dann auch nochmal ein herzliches Hallo vom Kommentatorenplatz. Wir sehen noch die Startgrafik Deutschland gegen die Niederlande und dann schalten wir auch gleich mal ins Feld. Da sehen wir noch die Jungs hinten hinter unserem Interviewplatz gerade. Haben die letzten Aufschläge nochmal gespielt, haben die letzten Aufschläge nochmal ins Feld gegeben und dann geht's gleich los mit den Nationalhymnen und dann auch mit diesem Länderspiel. Das erste seit langer, langer, langer Zeit vor Publikum, das erste seit der Olympia-Qualifikation 2020 im Januar auf deutschem Boden vor solch einem großen Publikum wie hier in Düren. Ich muss sagen, ich habe schon ein wenig Gänsehaut, wenn ich das so sehe und freue mich wahnsinnig auf das, was jetzt gleich kommt. Die deutsche Mannschaft, das kann ich noch vorwegnehmen, eine Änderung wird es noch geben im Laufe der Woche. Anton Brehme, der Mittelblocker, wird noch dazu stoßen beim Team. Und da wird dann noch nachgebessert. Und Lukas Kamper, wir haben es gerade gehört, leider das erste Mal seit einiger Zeit, dass er wieder ein wichtiges Turnier verpasst. Natürlich sehr, sehr schade. Aus deutscher Sicht die Achse Kamper-Grosser. Gerade diese Achse Kamper-Grosser die letzten Jahre enorm gewinnbringend, enorm wertvoll. Und jetzt kommen die Teams aufs Feld, begleitet vom Publikum. Auch die beiden, Moritz Reichert, Ruben Schott, werden eine gewichtige Rolle einnehmen bei dieser Europameisterschaft. Die Außenposition extrem umkämpft. Dazu im Laufe der Übertragung mehr. Jetzt einmal die Nationalhymnen. Zuerst die Niederlande. Die Nationalhymnen, das Klatschen der Fans, noch einmal ein kleiner Gänsehautmoment hier in Düren, in der Arena Kreis Düren. Ich freue mich sehr. Hier auch mal ein Hallo vom Kommentatorenplatz, direkt auf Höhe des Netzes. Also beste Sicht, beste Lage, um das Spiel zu verfolgen. Und jetzt bin ich gespannt, mit welcher Startformation Andrea Gianni in diese Partie gehen wird. Ich habe mir zwitschern lassen, dass er mit der ersten Geige in die Partie geht. Das heißt Georg Grosser auf Diagonal, das heißt Jan Zimmermann im Zuspiel. Und dann schauen wir, wie die Außenpositionen besetzt werden. Dann schauen wir, wie die Mitte besetzt wird. Auch das ja durchaus ein interessantes Thema. In Abwesenheit von Anton Brehme, in Anwesenheit von nur drei Mittelblockern, etatmäßigen Mittelblockern, Tobias Krieg, Yannick Goralik, der sich enorm entwickelt hat über den Sommer, über den Lehrgang. Und dann eben auch Florian Krage, der Mann, der den Sprung gewagt hat aus Lüneburg in die große, weite Welt des Volleyballs. Und auch da wird sicherlich eine gewisse Rotation stattfinden in diesem Test in Lüneburg. Schiedsgericht, auch das der Vollständigkeit halber, Markus Züber, der erste Schiedsrichter, Stefan Preis, der zweite.
Linienrichter und Linienrichterin Jana Posse und Niklas Domanik. Und natürlich auch das herzliche Hallo an den lieben Chat. Ich hoffe, ihr seid zahlreich dabei. Ich hoffe, ihr seid zahlreich am Start. Ich habe ein Auge drauf. Gerne Fragen zu unseren Eindrücken. Wir sind seit gestern hier, haben die Mannschaft einmal trainieren sehen, haben mit dem ein oder anderen Spieler gesprochen. Also auch da versuche ich das gerne im Laufe dieser Übertragung mal einzubinden. Dass die Niederländer, die es heute richten sollen für das Nachbarland, gar nicht so weit weg von hier, von Düren, bis man drüben ist. Mit der Nummer 2, Wessel Kimmink, das ist der Zuspieler. Mit der Nummer 7, Kreis Jorna, Außenangreifer. Mit der 8, Fabian Plack, der Bruder von Celeste Plack in der Mitte. Mit der 12, ganz interessanter Mann, Benny Dönstra. Auf Außen, Nimir Abdelaziz, unbestritten, der Superstar. Der Niederländer mit der Nummer 14 auf Diagonal. Und mit der 17, Michael Parkinson. Auf der Position des Schnellangreifers in der Mitte, Libero Just Dronkas. Das also das Team der Niederlande, das es richten soll. Jetzt schauen wir aufs deutsche Team. Lassen uns überraschen. Christian Fromm wird das Team als Kapitän aufs Feld führen in Abwesenheit von Lukas Kamper. Das hat er schon gemacht. Das erste Mal in der World League 2017. In der letzten Ausgabe dieses Formats, bevor es durch die Volleyball Nations League ersetzt wurde. In der Achse mit Dennis Caliberda. Also die Alteingesessenen sollen es richten. Natürlich auch Georg Grosser, unweit seiner ehemaligen Heimat Mörs, wohnt hier mittlerweile wieder fest in Budapest, zumindest dann, wenn er nicht bei seinem Verein, nicht bei der Nationalmannschaft ist. Jan Zimmermann, der Zuspieler, und in der Mitte Tobias Krick und Yannick Goralik, zwei des Jahrgangs 97, respektive 98. Julian Zenger, auch aus diesem Junioren-Nationalmannschaftsjahrgang. Der Libero im Team von Andrea Gianni, dem vielleicht besten Volleyballer aller Zeiten. Erwähnt Markus Seiber. Und jetzt geht's los in der Arena Kreis Düren. Durchgängig Gänsehaut. Ich habe so Bock auf Volleyball vor Fans. Ich habe so Bock vor dieses Länderspiel mit Topstars wie Nimir Abdelaziz, wie Georg Grosser. Das wird großartig. Erster Punkt geht an die deutsche Nationalmannschaft. Georg Grosser. Wir haben es im Vorlauf gehört von Thomas, genannt Bob Ranner, dem Co-Trainer Andrea Gianni, dass das Verständnis von Jan Zimmermann und von Georg Grosser immer besser wird, immer fließender wird. Und auch das Mut macht für die anstehende Europameisterschaft. Das ist der Niederländer. Nicht erfolgreich, keine Blockberührung bei Yannick Goralik und Dennis Caliberda, zweiter Zähler für das deutsche Nationalteam. Da starker Aufschlag von Jan Zimmermann, der die Grundlage gelegt hat für die gute Blockarbeit danach von Georg Grosser und Yannick Goralik gegen Nimir Abdelaziz. Den werden wir sehr häufig in Aktion sehen heute. Und das Aufschlag, der Aufschlag-Winner, das Ass von Jan Zimmermann hinterher. Gefährlicher Aufschläger in seinem Hybrid, steht er früh unter Beweis. 3:0. Guter Start der deutschen Nationalmannschaft, guter Start des Teams von Andrea Gianni. Der Block noch mal dran. Georg Grosser zeigt sofort an. Damaschosch. Nee, da aber keine Blockberührung mehr. Nimir Abdelaziz. Das zweite Mal nicht erfolgreich in seiner Angriffsaktion. Der Mann, der mit Trentino am Erfolg in der Champions League geschnuppert hat, das Finale erreicht hat und dann doch gescheitert ist. Die Trophäe nicht mit nach Hause genommen hat. Pipe-Angriff über Christian Fromm, also flexibles Spiel von Jan Zimmermann und die erste Auszeit beim Stande von 5:0 für das deutsche Nationalteam aus Sicht der Niederlande geht gut los
Nimi Abdelaziz auf der 4 noch überhaupt nicht gut eingesetzt. Zweimal das Zuspiel nicht optimal, etwas weit versetzt, dadurch einmal die Notlösung, wie gerade gesehen, mit dem linken Arm. Und wir schauen mal, ob wir reinhören können. Nochmal von neu starten beim Team vom italienischen Trainer Roberto Piazza, der ja auch ausdrücklich gelobt wurde. Auch das von Bob Kranner im Vorlauf gerade. Toller Typ. Volleyballfachmann. Zwei Italiener auf der Trainerbank im Übrigen. Neben natürlich dem deutschen Bundestrainer Andrea Gianni. Hat auch Vertrag bis Ende des Jahres. Und dann will man schauen, wie die Entwicklung da ist, wie zufrieden er mit seinem Team ist und ob er dann noch ein paar Jährchen dranhängt. Die deutsche Maschinerie läuft weiterhin auf Hochtouren. Schnelle Variante, auch da wieder der Pipe-Angriff über Christian Fromm. Gut, auch dass Jan Zimmermann da früh wieder das Hinterfeld einsetzt, damit der Block gewarnt ist. Jetzt gibt es dann auch den ersten Zähler für die Niederlande über Fabian Plack. In der Mitte der Mann mit der Nummer 8. Schwerer Ball für Georg Gross. Und dann wird der Böse geblockt von Fabian Plack, von Mir Abdelaziz und Benny Deunstra. Dem Neugiesener im Übrigen in der kommenden Saison in der Volleyball-Bundesliga am Start bei den Helios Grizzlies aus Gießen. Ganz interessanter Mann, ganz junger Mann. Gute Blockarbeit bei den Niederländern. Ball für Deinstra, sehr schwer und dann ist wieder Zenger zwar schnell, aber nicht schnell genug. Und so langsam bekommen sie auch ihren Rhythmus, kommen sie in den Rhythmus, finden sie ihren Rhythmus, die niederländischen Gäste, dritter Zähler. Hoher Ball, schwer. Dann macht das geschickt in die Fingerspitzen von Jannik Goralik. Nimi Abdelaziz, der kann nicht nur Gewalt, der kann auch die feine Klinge. Immer aus einer unglaublichen Höhe agierend. Benny Deinstra, der macht das bislang wirklich gut bei den Niederländern, bekommt zwei Bälle, macht zwei Punkte. Der Jüngste im Übrigen, der hier überhaupt auf der Platte steht, nochmal ein Jahr jünger als Linus Weber, der Jüngste im deutschen Trikot. Gute Abwehr vom niederländischen Zuspieler. Genauso bei Julian Zenger. Schwierige Highball-Situation. Oh, dann geht's noch weiter, aber das war schon die dritte Berührung von Dennis Caliberda. Fußballer im Herzen. Hört er wahrscheinlich nicht so gerne. Bisschen früh gefeiert, aber wirklich bestraft bei den Niederländern. Und genauso wie die Deutschen zu Beginn ihren Rhythmus hatten,
haben ihn jetzt die Niederländer. Auszeit Andrea Gianni. Nach einem 6:2-Run des niederländischen Teams. Wir hören rein. Spike high ball, no? Three spike high ball, two block. Spike high ball one, perfect ball. The second ball is not perfect. Use the tip, use the ball. Starke Mitte, gut gespielt von Wessel Kemink auf Michael Parkinson. Der sich ja hier bestens auskennt, eine Saison spielte er in Düren 2015, 2016 in der Mitte der Power Volleys. Oh, das war mal beeindruckend, hier direkt vor dem Kommentatorenplatz, da sieht das Ganze nochmal einen Ticken geiler aus, muss ich sagen. Georg Grosser mit einer gewaltigen Höhe. Und da muss man sagen, bei den Grossers, da kommt ja auch was nach. Tochter jetzt mittlerweile in der Junioren-Nationalmannschaft angekommen. Auch eine sprunggewaltige Aufschlägerin im Übrigen. Gute Abwehr von Jannik Goralik. Ja, Auszeit hat sich gelohnt. Christian Fromm, wieder zwei Zähler fürs deutsche Team. Noch kein konsistenter Spielfluss in der Arena-Kreis Düren bislang. Da hat er gut aufgepasst. Ja, dann ist es geschickt. Schnell abgeschlossen von Christian Fromm in die Fingerspitzen. Parkinson. Ein bisschen mehr Enthusiasmus geht auch noch auf den Rängen, das kriegen wir aber auch noch hin. Da mache ich mir keine Sorgen. Ah, da sehen wir mal diese Aufschlagstärke von Nimir Abdelaziz. Sehr wild gespielt, der ist schwer für Dönstra. Und dann ist es eine Netzberührung bei Michael Parkinson. Aber das wird auch ein krankes Duell, auf gut Deutsch gesagt, muss ich sagen. Von Georg Grosser, dem Hammer-Schorsch im Aufschlag, der ja auch Weltrekordhalter war für den härtesten Aufschlag der Welt eine Zeit lang. Mittlerweile liegt der ja bei Ivan Zaitsev, wenn mich nicht alles täuscht. Und auf der anderen Seite Nimir Abdelaziz. Jetzt sehen wir den Hammer-Schorsch. Geht es nochmal ruhiger an, aber ist damit genauso erfolgreich. Schwerer Highball, aber er kommt durch, er geht durch den Block hindurch. Nicht leicht, bisschen ins Feld reingezogen noch, das Zuspiel für Georg Grosser. Von Dennis Caliberda, hier sehen wir, es muss da so ein wenig den Weg noch reingehen und findet dann aber auch genauso einen Weg vorbei am niederländischen Block. Dann Georg Grosser, der auch einer, der schon zweimal, dreimal aus der Nationalmannschaft zurückgetreten ist, dann doch wieder gesagt hast, Mensch, ich kann es nicht lassen ohne die Jungs im weißen Jersey, in den schwarzen Hosen, ohne meine Jungs, insbesondere natürlich Kumpel Lukas Kamper. Irgendwie muss es weitergehen. Ich will diese Turnierluft schnuppern und das ist ein starker Ball von Dennis Caliberda. Der war ziemlich dicht gespielt von Georg Grosser. Der dagegen den jungen Julian Zenger. Die beiden trennen 13 satte Lebensjahre. Durchsetzt. Zuspiel ja nicht so die Paradedisziplin von Georg Grosser. Und dann muss Caliberda viele, viele Meter in der Luft machen, gefühlt. Bei seinem Hinterfeldangriff. Aber löst das dann hervorragend. Oh.
Ja, also Georg Grosser, die Maschine läuft beim Mann mit der Nummer 9 bei der deutschen Nationalmannschaft. Also die Quote würde ich gerne mal im Laufe der Partie sehen. Bislang sehr hoch und danke an Gagol. Tatsächlich, Wilfredo Leon hält ihn. Hast du die Zahl auch parat? Ich weiß, dass Zaitsev war bei 1,36, schießt mich tot. Müsste man mal gucken, was Leon hatte, aber ich, stimmt. Danke für die Verbesserung. Zufriedenheit nur bedingt gegeben bei Roberto Piazza. Der will natürlich auch den Georg Grosser möglichst schnell in den Griff bekommen. Kann ich verstehen. Und wenn ich mal schaue, auch in Richtung der Tribüne, die sich hinter dem Team der Niederländer befindet, sehe ich da auch einige Jungs der Power-Volleys aus Düren. Tobi Brandt beispielsweise ist gekommen. Philipp John ist da und die schauen sich natürlich auch an, was ihre Jungs, die sie erkennen aus Lehrgängen, die sie kennen vielleicht auch aus der Junioren-Nationalmannschaft, wie die sich hier schlagen. Danke auch da für die Zahl. Das ist natürlich auch ein massives Brett. Und das ist der erste Punkt für Tobias Krieg über die Mitte. Der Mann, der vor 4 Jahren ja so ein wenig wie Phönix aus der Asche kam, in der Volleyball-Bundesliga ein Begriff und dann eine Wahnsinns-Europameisterschaft gespielt. Und jetzt steht schon sein drittes Turnier an, mittlerweile ja, fast einer der bekanntesten Volleyballer, auch ländergrenzenübergreifend, was seine Social-Media-Aktivitäten angeht. Wir sprechen über TikTok, wir sprechen über Instagram. Ist da sechsstellig unterwegs, was die Followerzahlen angeht. Ja, und Georg Grosser läuft wieder. Das ist sehr beeindruckend. Also der Mann ist in Form, der hat seinen Sommer genutzt, um sich fit zu machen, aber auch um Energie zu tanken. Ja, und den darf man ihm nicht geben. Die Linie runter, sein Paradeball. Auch im Poweraufschlag macht er seit seinem Jahr bei Cisterna in Italien. Von Dennis Caliberda. Gefällt mir sehr bislang, wie Jan Zimmermann seine Jungs einsetzt. Sehr flexibel. Da sehen wir die anderen Optionen auf Außen. Und das ist ja auch so ein Thema. Ich weiß nicht, Chat, wen würdet ihr eigentlich auf Außen spielen lassen bei der deutschen Nationalmannschaft? Also, wir haben ja einiges an Auswahl. Wir haben Christian Fromm und Dennis Caliberda, die aktuell spielen. Wir haben Moritz Reichert, wir haben Moritz Kalicek, der heute aufgrund eines entzündeten Zehs nicht spielen kann, aber im Kader ist oder mit dabei ist. Wir haben Moritz Reichert, wir haben David Sosnheimer im weiteren Verlauf. Wir haben einen Igor Bogachev, der Ansprüche angemeldet hat, der eine gute Saison in Russland gespielt hat. Super breite Auswahl. Wen würdet ihr spielen lassen bei einer Europameisterschaft? Wen würdet ihr mitnehmen überhaupt bei der Europameisterschaft? Ich finde es total schwer, muss ich sagen. Technische Auszeit.
da muss ich sagen, lieber Chat, muss ich mich erst wieder dran gewöhnen, nach dem Beachvolleyball, nach dem King of the Court letzte Woche, jetzt wieder umzuswitchen auf Halle, auf in Anführungsstrichen stupide 0 bis 25, technische Auszeit bei 8 und 16 Punkten. Da braucht es ein bisschen Anpassungsfähigkeit, auch hier am Kommentatorenplatz. Entschuldigung, wenn ich da nicht immer auf der Höhe des Geschehens bin, ich werde mir die allergrößte Mühe geben. Von Nimir Abdelaziz, der noch nicht so zur Geltung kommt, auch noch nicht so eingesetzt wird. Also auch die Achse dort zu Spiel, diagonal. Wessel Kemink, der Zuspieler, der in Carlo Vasco sein Geld verdient. Sehr gut über Kopf eben in der Kombination mit Nimir Abdelaziz. Ja. Und Deutschland, die Maschine läuft. Gefällt mir wirklich. Gut. So, und im Chat kristallisieren sich auch zwei Favoriten heraus, Moritz Kalicek und Ruben Schott. Ja, Ruben Schott war sehr stark in Polen. Bester Annahmespieler im Übrigens in der vergangenen Saison. Also hat er hervorragend gespielt. Jetzt ja wieder zurück in der Volleyball-Bundesliga bei den BR Volleys. Der wird noch weggefischt da von Nimir. Und dann geht es natürlich wieder über Georg Grosser. Der versucht es in die Fingerspitzen. Und es gelingt nichts. Wollte ich sagen. Also auch da sieht man, das Schiedsrichtergespann funktioniert. Markus Züber, der erste Schiedsrichter, hat den Ball nicht an den Fingerspitzen gesehen. Der zweite Schiedsrichter, Stefan Preis, hat ihn da eines Besseren belehrt, beziehungsweise hat ihn da korrigiert, hat ihn mit einem leichten Kopfnicken signalisiert. Du, pass auf, der Block war noch dran. Der Punkt geht an den Hammer Schorsch, der Punkt geht an das deutsche Nationalteam. Beim deutschen Team werden wir hier nochmal die Wiederholung sehen. So, diesen Ball von Christian Fromm, auch da wieder clever mit dem Block gespielt. Johannes Tille kommt rein. Sein erstes Länderspiel vor Zuschauern. Der junge Zuspieler für den Aufschlag. Einer der stärksten Aufschläger vergangener Saison in der Volleyball-Bundesliga. Ja, und Benny Deunstra, der geht hinten raus. Kurzes Zögern bei beiden Teams, was sie mit diesem Angriff anfangen sollen. Einwechslung hat sich schon bezahlt gemacht bei Johannes Tille, der ja den Sprung ins Ausland wagt. Von den WWK-Volleys aus Herrsching nach Saint-Nazaire, nach Frankreich. Ja, und jetzt wählt er nochmal einen spitzeren Winkel, etwas weniger Kraft, Benny Deunstra. Und kommt durch. Aber zwei Aufschläge. Und einer hat schon mal mit für einen Punkt gesorgt bei Johannes Tille. Wechsel im Übrigen jetzt auch bei den Niederländern. Wouter Termaat, der Ex-Berliner, nun in der Partie, um den Block zu verstärken. Starker Aufschlag von Nimir Abdelaziz. Gute Abwehr vom niederländischen Libero. Der ist schwer für Nimir Abdelaziz. Und dann geht es unterm Netz durch gegen Christian Fromm. Und da gibt es natürlich auch die Entschuldigung. Da hat er ganz, ganz viel gewollt. Nimir Abdelaziz. 2 Meter seitlich des Feldes. Da bin ich gespannt, ob wir da nochmal eine Wiederholung von bekommen. Hier die gute Sicherung erst vom Libero. Zuspiel dann, ja, ganz wild. Und dann, ja. Aber Christian Fromm, der hat ein stabilen unteren Rücken. So möchte ich es mal formulieren. Trägt da vielleicht einen blauen Fleck. Nicht mehr und nicht weniger. Davon.
Starker Aufschlag vom Neugiesener von Benny Dönstra. Und das ist Walter Temat, der Ex-Berliner. Gute Saisons in der Türkei hinter sich. Erster Angriff, erster Punkt. Und das ist eben genau der Vorteil, den auch eine niederländische Mannschaft haben kann. Aktuell spielen sie es nicht. Aktuell jetzt mit Doppelwechsel, also der zweite Zuspieler auch in der Partie mit Freek de Weijer. Aber theoretisch könnte auch ein Nimir Abdelaziz auf dem Feld bleiben, als gelernter Zuspieler. In solchen Situationen. Und das ist stark von Tobi Krieg. Und gut gespielt auch wieder von Jan Zimmermann. Also gefällt mir ausfallend gut, wie der heute Regie führt. Hat ja eine schwierige Saison hinter sich. In Perugia als zweiter Zuspieler unter Vital Heinen. Macht das bislang gut. Sieht gut aus für das deutsche Team. 23-18. Wechsel beim deutschen Team. Ruben Schott kommt in die Partie. Genauso Linus Weber. Ruben Schott für den Aufschlag. Linus Weber, um den Block zu verstärken. Kein Zielspieler jetzt auf dem Feld. Im Übrigen 452 Zuschauer in der Halle. Seit gestern wäre Vollauslastung möglich. Bis gestern durften nur 500 Tickets in den Verkauf gehen. Das war natürlich sehr kurzfristig. Dementsprechend kann man, glaube ich, sagen, die Auslastung ist mehr als ordentlich hier in Düren. Und dann alle, die das jetzt hören, alle, die das sehen, vielleicht aus dem Umfeld kommen, gerne, gerne noch zuschlagen für Sonntag. Da gibt es noch Tickets. Wie gesagt, dadurch, dass jetzt diese Deckelung auf 500 Zuschauer hier in der Arena Kreis Düren aufgehoben ist, gibt es da wieder reichlich verfügbare Eintrittskarten. 23-19, zwei Zähler noch fürs deutsche Nationalteam. Ein Zähler noch fürs deutsche Nationalteam. Satzball Nummer 1 von 5. Jan Zimmermann wieder drin. Der hat ja schon einen Ass geschlagen, Jan Zimmermann. Auch da wieder mit der hybriden Variante. Ganz flexibler Aufschlagspieler. Auch das kann ja eine Stärke sein. Zweiter Satz bei Deutschland. Aufschlag Reis Jorna. Der ist es noch nicht. Aber der ist es. Georg Rosser und Jannik Goralek machen den Satz dicht. 25-20 aus deutscher Sicht im ersten Durchgang. Damit 1-0 für das Team in Weiß, 1-0 für das Team von Andrea Gianni gegen Nimir Abdelaziz und Co. gegen die Niederländer. Guter Start des Teams. Achse Grosser, Zimmermann funktioniert, gefällt mir gut. Ein guter Spielfluss vorhanden im Team von Andrea Gianni. Und bei den Niederländern gibt es noch ein wenig Nachholbedarf, gerade was den Einsatz von Nimir Abdelaziz angeht. Der ist noch nicht so richtig drin in der Partie. Der ist noch nicht so richtig der Scorer, der er sein kann und der er sein muss. Aus niederländischer Sicht. Und da sehen wir nochmal Georg Grosser, seine Aktion, 36 Jahre, die alten Knochen, die tragen ihn doch, wenn ich das mal so voller Respekt sagen darf, in seinem 176. Länderspiel. Macht das wirklich gut heute. Und sehr effektiv und sicherlich einer der Player to watch, auf die es ankommen wird, auch bei der Europameisterschaft.
Lieber Chat, wie hat euch der erste Durchgang gefallen? Wie hat euch das Spiel der deutschen Nationalmannschaft gefallen? Wie hat euch vor allen Dingen Jan Zimmermann gefallen, auf den es ja ankommen wird bei dieser Europameisterschaft? Schreibt es mir gerne mal in den Chat. Und auch Yannick Goralek, finde ich, der diesen Sommer seinen ersten Nationalmannschaftssommer verlebt, macht das wirklich gut. Und was man so hört, bestehen durchaus realistische Chancen, dass er auch mitfährt zur Europameisterschaft. Anton Brehme kommt ja noch dazu. Und vielleicht ist ja Platz für vier Mittelblocker im Kader von Andrea Gianni. Freude auf die Europameisterschaft ist auf jeden Fall da, wie ich sehe. Das ist sehr gut. Bei mir auch, muss ich sagen. Also ich bin voller Vorfreude. Ich bin ehrlich gesagt noch unsicher, zu was das deutsche Team zu leisten imstande ist. Nations League war nicht berauschend, allerdings auch da wieder ohne einen Georg Grosser, ohne einen Lukas Kamper. Das sind dann auch schon zwei verschiedene Teams, das muss man auch sagen, ohne jetzt den Rest des Teams irgendwie kleinreden zu wollen. Dann Teams wie Frankreich, wie Polen, auch Slowenien sehe ich wieder stark mit ihrer, kann man schon sagen, goldenen Generation, mit dem Vizetitel 2019, mit dem Vizetitel 2015, die sehe ich stark, Italien natürlich, aber auch all diejenigen Teams, die bei den Olympischen Spielen waren, die in Tokio waren, haben ihren Saisonhöhepunkt eben auch schon hinter sich und das eben auch die Chance für das deutsche Nationalteam. Für die Europameisterschaft in diesem Jahr leider, muss man ja sagen, in Anführungsstrichen, das Saison-Highlight sein wird. Erster Zähler, Niederlande im zweiten Durchgang, Nimir Abdelaziz. Ordentlicher Winkel vom Diagonalen, auch da nicht mit voller Kraft. Gegen den einer Block. Frage zu beantworten von Felicitas. Die EM-Spieler, die laufen auch auf Sport 1. Sport 1 Plus. Das Ganze könnt ihr dann über den kostenlosen Probemonat von Waipu TV abonnieren. Oder auch bei Joint Plus, auch da gibt es den kostenlosen Probemonat, könnt ihr dann Sport 1 Plus empfangen. Also da gibt es Möglichkeiten. Und ansonsten die klassischen Wege, Kabel Deutschland, Sky, wo ihr Sport 1 Plus dann sehen könnt, wo ihr Sport 1 Plus empfangen könnt.
Das sind die Bälle, die ein Georg Grosser immer wieder bekommen wird, die ein Georg Grosser irgendwie mit einer gewissen Quote tot machen muss. Klingt auch hier mit ein bisschen Mithilfe. Und auch schön hier Fans von den Ladies in Black aus Aachen zu sehen. Und die dürfen jetzt auch das Ass von Georg Grosser bejubeln. Das erste für den Hammerschorsch in dieser Partie. Der zweite Ausschlagwinner für das deutsche Team nach dem Ass zum 2:0 im ersten Durchgang von Jan Zimmermann. Ja, und dann noch der Block, aber der Block landet leicht im Aus von Christian Fromm und Tobias Krieg gegen Nimir Abdelaziz. Auf den haben sie sich wirklich gut eingestellt. Also auch da versuche ich jetzt mal ein Auge drauf zu haben im zweiten Durchgang. Auf diese Blockfeldabwehr der Deutschen, nicht nur gegen Abdelaziz, sondern auch gegen die Mitte. Ob es dann ein Fabian Plack ist oder ob es ein Michael Parkinson ist, ob es auf den Außen ein Reis Jorna ist, der anfangen durfte, ob es dann ein Thais ter Horst ist im Laufe der Partie. Oder eben auch ein Benny Deunstra. Weil auch da das deutsche Team, das wird bei der Europameisterschaft immer wieder auch die Break-Situation brauchen und darauf angewiesen sein, um erfolgreich zu sein. Und dementsprechend braucht es eine gut organisierte Blockfeldabwehr. Das weiß auch Christian Fromm und Andrea Gianni. Genau, und weil die Frage gerade nochmal kam im Chat von Falschparker MB. 500 war bis gestern die Maximalauslastung hier für die Arena-Kreistüren. 452 Tickets wurden verkauft, beziehungsweise 452 Zuschauer haben den Weg gefunden in die Halle. Gestern kam dann die Meldung, dass Vollauslastung möglich wäre. Der Vorlauf dann natürlich sehr, sehr kurz, um dann die restlichen 2000 noch an den Mann zu bringen. Aber für Sonntag gilt das Ganze auch, sprich auch da, wer vorbeikommen möchte, wer sich Sonntag die beiden Teams hier nochmal reinziehen möchte, der hat noch die Chance, eines der nun wieder vielen Tickets zu erwerben. Ja, der fliegt hinten weg. Die Schulterabwehr von Christian Fromm. Schlag erneut. Gut aufgepasst von Christian Fromm. Chance wieder wegzuziehen fürs deutsche Team. Beziehungsweise in Führung zu gehen. Oh, der wird nicht gehoben, abgepfiffen. Nochmal der Blick von Nimir Abdelaziz zum ersten Schiedsrichter Markus Zieber vor der technischen Auszeit. Da war dann doch ein langer Kontakt da, als der Ball aus dem Netz gefischt wurde. Aber eben nicht lang genug, um den zu pfeifen. Wir schauen noch mal rein. Ja, den kann man schon rausnehmen von Janik Goralik. Sei es drum, es ist kein Spiel, wo Weltranglistenpunkte verteilt werden. Es ist kein Spiel, in dem ein Ausscheiden oder ein Weiterkommen festgezurrt wird bei einem Turnier. Insofern Diskussion relativ kurz von Nimir Abdelaziz, aber Kontakt zumindest mal nicht ganz sauber von Janik Goralik. Questo, quindi quello è fisso. Lì quando attacca.
Stimmung ist richtig gut hier. Also die 450, die rund 450 machen richtig Alarm. Und der nächste Aufschlag-Winner. Wieder Jan Zimmermann. Benny Deinstra, das Aufschlagopfer, auch schon im ersten Durchgang bei seinem Ass. Ja, das sind schon Raketen, die er darüber schickt. Das sieht so harmlos aus im Anwurf. Und sie spielen es wirklich gut. Auch da wieder richtig den Pipe einzusetzen, den Block weiterhin Denkaufgaben zu stellen. Gefällt mir richtig gut, was Jan Zimmermann da im Aufschlag fabriziert, was er im Zuspiel fabriziert. Hervorragend. Auszeit Niederlande. Also da ging es jetzt auch so ein wenig um die Blockplatzierung. Und Dennis Kaliber, da will er einen sehr, sehr spitzen Winkel gehen. Wird dann am Ende des Tages nicht belohnt. Die deutsche Annahme außen. Bisschen noch mit der Berührung des Balles an der Netzkante. Das ist Fabian Plack, der Mann mit der Nummer 8, Mittelblocker. Dessen Schwester ja schon die Champions League gewinnen konnte, Celeste Plack, die große Schwester mit Igor Gorgonzola Novara 2019 in Berlin bei den Superfinals. Mittlerweile Celeste Plack hier in der Türkei unter Vertrag und Fabian Plack in Chaumont in Frankreich. Super Weg von Jan Zimmermann. Da kommt dann Parkinson nicht mehr hinterher. Das ist halt eine dicke Lücke im Block. Doch immer wieder, und auch das gefällt mir gut, die positive Bestätigung von Georg Grosser an seinen Zuspieler, der auch weiß, dass er das braucht. Und der auch weiß, dass es der Mannschaft gut tut, dass ein gewisser Druck natürlich auch auf Jan Zimmermann lastet. Doch jetzt abseits der Kameras die beiden wieder ins Zwiegespräch. Also auch da die Kommunikation gefällt mir gut. Lang noch ohne Aufschlagserie, Nemir Abdelaziz. Der hat in der Champions League in der Vorrundengruppe in Trentino eine Wahnsinnsserie hingelegt. Ich meine, es war gegen Carlo Vasco, aber lieber Chat, helft mir da auch da gerne auf die Sprünge. Hat er 11 Asse, meine ich, in Serie geschlagen. Beziehungsweise an der Aufschlaglinie 11 Punkte in Serie für sein Team und dann letztendlich aus 4 macht 15 im Tiebreak. Die Gegner rausgeschossen aus der Annahme. Das war hochgradig beeindruckend.
Da. Stellungsspiel bei Julian Zenger. Kontakt dann nicht gewinnbringend. Da steht richtig und das ist ja auch schon mal ein gutes Zeichen. Was ich meinte eben, was die Organisation der Blockfeldabwehr angeht beim deutschen Team. Erster Angriffsfehler von Tobias Krieg. Ja, und Jan Zimmermann, ja zwei, die sich lange kennen. Zwei Jahre gemeinsam bei den United Volleys verbracht. Die beiden ersten Jahre in der Vereinshistorie des Frankfurter Erstliga-Projekts. Großer Blockout gegen Reis Jörner. Wechsel im Übrigen schon vor einigen Ballwechseln. Auf der Diagonalposition Wouter Termaat. Für Nimir Abdelaziz mittlerweile in der Partie. Kaum sage ich, kehrt er wieder zurück. Für Fred de Weyer. Wouter Termaat kam dementsprechend im Doppelwechsel für Wessel Kemink. Da sehen wir das dann ein Nimir, wenn kein Zuspieler auf dem Feld ist, dann eben auch diese Rolle mimen soll. In dem Fall geht es nicht gut, weil es nicht ganz präzise war, was er da gemacht hat. Keine leichte Angriffssituation für seinen Zuspieler. Wir sehen es nochmal sehr weit rausgetragen und dann ist eben die Antenne im Weg für Reis Jörner. Abdelaziz, so langsam verliert er die Nerven und das deutsche Team oben auf. Er kommt einfach nicht durch. Andrea Gianni, auch abseits der Kameras, grinst sich ein, völlig entspannt. Und jetzt schauen wir noch mal rein, weil es gab wohl eine Netzberührung, die gepfiffen wurde, aber die kann ich 0, gar nicht erkennen. Ich versuche mal reinzuhören, was Dennis Kaliber da sagt. Also Dennis Kaliberda sagt auch nochmal, wie soll das denn gehen, dass der Ball, ja, wobei Jan Zimmermann könnte noch, das war glaube ich das Ansinnen des Schiedsgerichtes, dass Jan Zimmermann selber auch noch dran war. Habe ich so jetzt in Realgeschwindigkeit nicht wahrgenommen, ehrlich gesagt. Hat dann Dennis Kaliberda auch nochmal etwas energischer nachgefragt, an dem Punkt bestehen dann keine Zweifel. Im Zweifel geht es dann immer nach so einer Situation, wenn es eng ist oder wenn dann eben was mal sportlich geklärt werden muss, geht es immer über Georg Grosser und geht es meist erfolgreich über Georg Grosser. Technische Auszeit, 16:15 Deutschland. They never try to play for step. Never. They are playing just from back and pipe with the front. So, ball of the net from the cross. We can stay normally. Ball of the net, front row. We have to move on that area because they are playing best on position four. The ball back is not so fast, guys. Go ahead, go ahead, go ahead. Also es geht weiterhin um die Block-Defense bei den Niederländern für den Coach Roberto Piazza gegen Christian Fromm vor allen Dingen, der immer wieder aus dem Pipe, auch aus Highball-Situationen gesucht wird. Und da geht es dann natürlich auch, wenn es um den Pipe geht, um die Mittelblocker, sprich um Fabian Plack und Michael Parkinson. Yeah!
Nächster Aufschlagkönner von Jan Zimmermann, wieder gegen Benny Dijkstra. Also die Konstellation, die läuft aus deutscher Sicht. Jan Zimmermann schon der dritte Aufschlagwinner für den Mann mit der Nummer 17. Gute Mitte über Fabian Plack beim deutschen Team. Leichte Pfiffe, auch da wieder. Aber alles richtig, Christian Fromm war hinten noch dran. Schwerer Ball für Georg Grosser, aber dann ist der Marktplatz riesig. Dann ist der Marktplatz, der ist ja größer als ganz Düren, wo der Ball da reinfällt. Stark gemacht. Noch kommen sie alle angelaufen da hinten, die Niederländer. Bisschen spät für den Tipp von Georg Grosser. Christian Fromm kriegt den Ball sofort wieder, um in seinem Rhythmus zu bleiben, aber die Chance aus dem Break. Und natürlich geht es dann über Nimir Abdelaziz. Das war nicht gut gespielt von den Niederländern. Keine gute Abstimmung. Touchball des niederländischen Diagonalen. Punkt für den niederländischen Diagonalen. Das erste Mal, dass Nimir Abdelaziz jetzt zweimal in Serie von der Aufschlaglinie ran darf. Boah, ist der lecker. Und Christian Fromm, er braucht einen Moment, um sich da in Bewegung zu bringen. Und dann ist es zu spät. Und natürlich zieht Andrea Gianni die Auszeit. Das war mal eine Duftmarke von Nimir Abdelaziz, dieser Aufschlag. Lieber Chat, gebt mir doch mal eine Rückmeldung, ob ihr auch hört, was in der Auszeit gesagt wird. Sonst schauen wir, dass wir den Ton da noch ein bisschen lauter organisieren, ein bisschen lauter machen. Schwerer Ball für Christian Fromm, sehr schwerer Ball. Keine Blockberührung, nächster Zähler für die Niederlande. Jetzt beim deutschen Team. Rumschott kommt für Christian Fromm. Rumschott, der beste Annahmespieler der polnischen Plusliga vergangene Saison. Und wann, wenn nicht jetzt, kann er seine Qualitäten zum Einsatz bringen gegen Nimir Abdelaziz. Zweimal hat er es jetzt auf Julian Zenger abgesehen. Den Libero, den es ja zum Ex-Verein von Abdelaziz zieht nach Trentino. Gut aufgepasst in der Abwehr. Dann kommen sich zwei ins Gehege und Abdelaziz aus einer Situation, wo nichts zu machen ist. Und da ist die Abstimmung eben nicht gut. Zwischen Wessel Kimmich und Just Dronkers.
Da ist eigentlich genug Zeit, sich abzusprechen. Da ist genug Zeit, den Ball noch zu spielen. Das war vermeidbar. Lieber Chat, wir kümmern uns drum, beziehungsweise ziehen die Auszeiten etwas lauter bei der nächsten Möglichkeit. Danke fürs Feedback. Schwerer Ball für Georg Grosser. Der ist fein. Das ist der Samurai, heißt es, glaube ich. Den hat er gemacht im EM-Finale auch 2017, als er den zum 5-2 abgelegt hat gegen Russland und dann entsprechende Gestik folgen ließ. Schön abrollen lassen und wir haben die nächste Chance. Und hören rein, diesmal wieder bei den Niederländern. Wunderschön gemacht, technisch einwandfrei von Georg Grosser. Er wählt definitiv einen emotionaleren Ansatz, Roberto Piazza, als sein Landsmann Andrea Gianni auf der anderen Seite in der Crunchtime 2021 aus deutscher Sicht. Noch also alles drin. Und ich hoffe, das war jetzt laut genug für euch, Chat. Gerne auch da nochmal die Rückmeldung. Benny Toinstra kurz abgetaucht, der Neugießener jetzt wieder am Start. Und erfolgreich am Start für den Itamar Steinsack. Das ist ein technisch sehr guter Spieler mit einer stabilen Annahme und der auch klug agiert im Angriff. Hat auch hier wieder gezeigt, Blockout geschlagen, nicht versucht den direkten Punkt zu erzielen. Gefällt mir gut. Christian Fromm holt den Hammer raus. Oh, ist der lecker, ist der gut von Georg Grosser. Meine Herren. Er hat perfekt auf die Linie gezimmert, der Hammer Schorsch. Was für ein Aufschlag. Keine Chance, der muss nicht mal auf die Linie. Da ist so viel frei, Reis-Jorner. Bisschen fahrlässig. Was für ein Aufschlag. Ganz stark, Georg Grosser. Und dann noch eine gute Abwehr gegen Nimir. Und dann Tobias Krieg. 2 Meter 12 plus Tentakeln oben raus, macht 23-22. Crunchtime und Deutschland wieder vorne. Und die Grundlage hier, zwei starke Aufschläge von Georg Grosser. Ja, Tobias Krieg hervorragend reagiert. Von Nimir Abdelaziz. Das ist ganz wild von Fabian Plack. Chance zum Neuaufbau. Und das ist gut gespielt. Schön den 2-Meter-Schuss über Tobias Krieg. Satzball Deutschland. Muss Fabian Plack aushelfen. Keine leichte Situation. Out of system. Möglichkeit ist da.
Wieder geht's über Tobias Krieg. Wieder ist es erfolgreich. 25-23 auf Satz 2. Geht ans deutsche Team gegen die Niederlande in diesem Testspiel. Also läuft für das Team von Andrea Gianni zwischendurch ein, zwei schwächere Phasen jetzt in diesem zweiten Durchgang. Aber der Aufschlag hat es dann gerichtet. Jan Zimmermann stark, Georg Rosser mit einem Ass hinten raus. Und weiterhin gutes Spiel, weiterhin flexibles Spiel beim deutschen Team. Das gefällt mir und das macht richtig viel Laune. Saison in Padova nach einem schwierigen Jahr in Perugia. Der Mann, der Restaurant-Guide ist im Übrigen für das deutsche Team. Er ernährt sich ja vegan, meines Wissens. Jan Zimmermann und muss dann entsprechend auch für Versorgung in diesem Segment Sorge tragen beim Team von Andrea Gianni. Offensichtlich zur Zufriedenheit aller. Und auch das Zuspiel von ihm zur Zufriedenheit aller. Meiner Meinung nach gibt es da nicht viel zu meckern, wie er das macht. Sehr sauber, technisch sauber. Sehr akribischer Arbeiter, Jan Zimmermann. Und dementsprechend kann man, glaube ich, zufrieden sein bislang. 2-0 für die deutsche Volleyball-Nationalmannschaft. Ich muss sagen, ich habe richtig Spaß an dem Spiel. Ich weiß nicht, wie es euch geht, lieber Chat, aber ganz ehrlich, ich hätte jetzt gern mal so einen Satz für die Niederländer, weil ich gerne auch mal 4 oder 5 Sätze heute sehen würde. Sonst ist der Arbeitstag so schnell vorbei, sonst hat sich der ganze Bums ja gar nicht gelohnt, in Anführungsstrichen. Und ich sehe gerne Volleyball vor Publikum. Und ich hoffe, ihr auch. Und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich. Und dann werden wir auch gleich reinstarten in den dritten Durchgang. Vorher nochmal der Hinweis, Timmendorfer Strand in einer Woche. Es gibt noch Tickets, da können wir uns, glaube ich, alle drauf freuen. Da freue ich mich persönlich auch schon drauf. Ich darf dann auch wieder vor Ort sein im Timmendorfer Strand bei den deutschen Beachvolleyballmeisterschaften. Und da wird es wieder richtig laut. Da gibt es wieder einige Zuschauer. Die 200 letztes Jahr haben schon Spaß gemacht. Da ja noch keine Impfung auf dem Markt, keine großartigen Behandlungsmöglichkeiten. Das ist schon alles ein bisschen weiter. Deshalb dieses Jahr werden wir im vierstelligen Bereich, was die Zuschauerzahlen angeht, unterwegs sein. Ich habe so Bock drauf, liebe Freunde, liebe Zuschauer. Ich hoffe, ihr auch. Vielen Dank an Jan Klauke für das Feedback. Ich schließe mal daraus, dass euch die Übertragung gefällt. Vielen, vielen Dank, das freut uns sehr. Und der Plan ist auch weiterhin, Livestreams von allen Länderspielen und Übertragungen von allen Länderspielen anzubieten. Dass ihr zu Hause immer wieder auch Teil davon sein könnt und ganz nah dran sein könnt. So, rein geht's in den dritten Durchgang, wie gesagt, lieber Chat. Ich wünsche mir einen deutschen Sieg, ich wünsche mir ein gutes deutsches Spiel. Aber ich wünsche mir auch ehrlich gesagt mehr als 3 Sätze, weil es einfach auch wahnsinnig viel Spaß macht. Deshalb bin ich da gerade etwas zwiegespalten. Verändertes Personal beim deutschen Nationalteam. Ruben Schott jetzt auf Außen dabei, genau wie Moritz Reichert auf Diagonal. Linus Weber, der ja Stück für Stück in die Fußstapfen von Georg Rosser treten soll. Im Zuspiel Johannes Tille und in der Mitte Flo Krage. Der Einzige, der weiterhin auf dem Feld bleibt, ist Julian Zenger, der Libero. Erster Zähler für Linus Weber.
Bei den Niederländern im Übrigen weiterhin unverändertes Personal. Gut aufgepasst von Johannes Tille, ist da fix unterwegs. Ruben Schott gegen den Dreierblock, kommt irgendwie durch zwischen Fabian Black und Nemir Abdelaziz. Aufschlag von Johannes Tille nimmt da Abdelaziz aus dem Spiel und der geht noch weiter. Flo Krage. Doppelkontakt eigentlich bei Nemir Abdelaziz. Gleicht der den unsauberen Ball von Goralik vorhin wieder aus. Und die Rallye wird länger und länger. Und da macht es Benny Dönstra ganz, ganz geschickt. Blockt Linus Weber ein wenig, verzögert kurz Linus Weber, deswegen sehr aggressiv auf der anderen Seite. Werden wir gleich sehen. Und dann kann er ihn einfach außen anspielen. Hier, kurz verzögert, Linus Weber, sehr aggressiv. Da muss er ihn nur kurz antippen. Clever gemacht von Benny Dönstra, dem 20-jährigen Außenangreifer. Lieber Chat, auch hier schon mal die Frage, wollt ihr einen bestimmten Interviewgast? Wen würdet ihr euch wünschen und fragen? Da natürlich jetzt schon mal ran. Ich kann während des Interviews den Chat nicht lesen, weil wir unten am Feld sein werden. Dementsprechend gerne da auch nochmal Feedback von eurer Seite. Der Übergriff von Johannes Tille. Technisch hat das einwandfrei gelöst, muss man sagen. Aber eben nicht regeltechnisch. Ja, und dadurch, dass Parkinson ihn hätte spielen können und spielen wollen, wird es dann zu Recht abgepfiffen. Aufschlagwinner für Nemir Abdelaziz. Oh, mit dem Rücken wehrt Moritz Reichert den noch ab. Und dann hören sie alle auf zu spielen. Flo Krage verliert ein wenig die Orientierung. Auszeit Deutschland. Das war mal ein Kuriosum. 6:3, guter Start der Niederlande gegen die durchrotierte 6 beim deutschen Team. Ball in the chest, exclamative ball. The third, no? Ball in the chest, high ball. High ball. Starker Aufschlag von Nemir Abdelaziz. Der ist nicht mehr spielbar, bloß nicht verletzen. Johannes Tille. 7:3. Für die Niederländer. Oh,
Frage aus dem Chat. Sehe ich gerade, wer der Älteste auf dem Feld ist, insgesamt oder vom deutschen Team? Vom deutschen Team müsste das Ruben Schott sein. Mit 27 Jahren, Moritz Reichert 26. Auf Seiten der Niederländer dürfte das Gijs Jorna sein, wenn mich nicht alles täuscht. Und damit auch insgesamt auf dem Feld mit 32 Jahren. Also Gijs Jorna, der Mann von den Spacers Toulouse mit der Nummer 7 bei den Niederländern, der Älteste auf dem Feld. Technische Auszeit, 8-4. Anlaufschwierigkeiten auch beim deutschen Spiel. 3 nach dem vielen, vielen Wechsel. He's going to ease. Serve, defense. The spike is good. Play with the block, you have neck, shoulder, and the ball go other side. Five. Good. To turn. Hey, every time we have Bayern Zedek. Der Gianni im Zwiegespräch mit Moritz Reichert. Geht es ein wenig auch um seine Platzierung im Angriff. Und um die Positionierung. Starker Block. Michael Parkinson gegen Linus Weber. Das deutsche Team läuft nichts. Nächste Auszeit, die gezogen wird von Andrea Gianni. Keine guten Angriffslösungen. Auch wieder da Moritz Reichert, der nicht durchkommt. I have a question. He served the same serve with the Nimir. No. 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 He served is not Nimir. The challenger. Server received. Defensive, maximum exclamatory ball. Second question, you know, this is a match. Enter in the match. Das deutsche Team schafft es aktuell nicht, aus einer stabilen Annahme heraus vorne am Netz zu agieren, so wie Jan Zimmermann das Privileg hatte im Durchgang 1 und 2. Dementsprechend die Situation für die Angreifer natürlich ungleich schwieriger. Jetzt mal vielleicht kann Johannes Tille den Block auseinanderziehen. Doppelblock steht trotzdem, aber der Punkt geht ans deutsche Team. Jetzt versucht Johannes Tille zweimal über die Mitte, zweimal erfolgreich. Versucht über diese Basis dann das Spiel so ein wenig aufzuziehen. Früh zu sagen, okay, meine Mitte ist glaubwürdig beim Gegner. Quasi zu hinterlegen im Hinterkopf, beim Mittelblocker zu hinterlegen. Pass auf, da musst du aufmerksam sein. Fabian Plack zeigt sie auch sofort an, hey, das ist meiner. Ihm dann eine Denkaufgabe stellen und dann das Spiel wieder breit machen auf Außen, auf Diagonal. Und da dann nach Möglichkeit den einen Block für seinen Angreifer stellen. Gut aufgepasst von Julian Finger. Bei der zweiten kommt Gijs Jorna dann durch.
genau das Gleiche machen die Niederländer. Sehr schnelles Spiel auf Außen, werden wir auch hier wieder sehen. Zack, Tobi Krieg kommt nicht hinterher. Dann ist halt einfach eine Lücke in der Block-Defense, die Chaisiona sich nicht zweimal entgehen lässt. Gut aufgepasst von Johannes Tille. Ja, und es ist jetzt schwer zu beurteilen, finde ich, ob jetzt die Niederländer besser im Spiel sind tatsächlich oder ob die Deutschen einfach noch ein bisschen Zeit brauchen, um reinzukommen in dieser neuen Formation. Das Team auf der anderen Seite eingespielt über die ersten beiden Durchgänge. Und dann ist es einfach ein anderer Flow, in dem du dich befindest, ein anderer Spielrhythmus, in dem du dich auch befindest. Und dann hast du einfach mehr Möglichkeiten, hier auch erfolgreich zu agieren. 7 Zähler jetzt beim deutschen Team. Weil viel anders machen die Jungs aus der Nachbarschaft nicht, machen die Jungs um die Mia Abdelaziz nicht. Und dann geht's mit Macht 2 in den Dreierblock. Frage. Der entscheidende Mann. Der Mann, der zupackt. Oh, ist das stark. Flo Krage. Ist da richtig hoch über dem Netz. Der Mann, den es ja wegzieht aus Lüneburg. Hin nach Polen zu Lubin. Und der hat richtig Höhe. Wir schauen nochmal rein. Aber das war ja richtig lecker, wie er den wegfischt. Sehr spät oben und dann kommt er einfach nicht mehr runter. Dann hat er eine Hangtime, der ist ja nur übermorgen noch da. Gegen Nimi Abdelaziz. Wunderbar, den kann er sich einrahmen. Und auch ein Ausrufezeichen Richtung Europameisterschaft. Dieser Ball, dieser Block gerade von Flo Krage, der könnte ja dann auch nochmal so ein Moment sein, wo man dann sagt, okay, so langsam finden wir rein, auch emotional rein, als neue Starting Six, wenn man so möchte. Ein schwerer Ball für Ruben Schott. Aber auch da gut gelöst, den Zuspieler rausgenommen und jetzt die Chance neu aufzubauen. Mitte ist da über Flo Krage und genau die nimmt da auch Johannes Tille. Gut gespielt in dem Moment, den Schnellangreifer einzusetzen. Zu Recht der Applaus des Publikums. Sehr gut gespielt. Super abgeschlossen. Läuft hin zum Zuspieler, zieht Plug mit, macht sich da durch den Ball über die Schulter auf. Hervorragend. Die ersten Sätze, weil da auch nochmal die Frage kommt von Corto Maltese. 25-20, 24-20. Und 25-23, 25-23, die Satzergebnisse der ersten beiden Durchgänge. Oh, super Tipp, guten Shot. Gerade eben schon clever den Zuspieler rausgenommen und jetzt perfekt hinter den Block gelegt. So kann es gehen, so kann man sich dann so langsam wieder reinspielen in die ganze Geschichte. Technische Auszeit, 16 Zähler für die Niederlande. This year we have in front Alice, no? The serve to push, no? We can help the middle blocker. It's not important the mistake. Important timing. It's the same, eh? Timing to serve.
some point. Ganz ruhige, ganz entspannte Ansprache da von Andrea Gianni. Wir haben es ja noch vorauf gehört von Bob Branner, der gesagt hat, klar, das Ergebnis spielt schon noch irgendwo eine Rolle, aber am Ende des Tages messen wir das Testspiel an den Leistungen, die erbracht werden. Und wenn das Ergebnis gut ist, dann schauen wir auch aufs Ergebnis, ansonsten vielleicht nicht. Bislang sieht es ja gut aus. Und so langsam hat diese Formation, die auf dem Feld steht, mittlerweile auch einen Rhythmus gefunden. Ja, das ist ein starker Block und auch da wieder die Grundlage. Starkes Service von Nimir Abdelaziz. Annahme 3-4 Meter Netz entfernt. Highball-Situation. Dreierblock gegen sich. Moritz Reichert. Das ist dann auch einfach super schwer. Moritz Reichert auch derjenige, der aus einer stabilen Annahme kommt. Und eben sich dieser wuchtige Angreifer, wie ein Christian Fromm, wie ein Georg Grosser ist, kann sich dann nicht durchsetzen in dem Moment. Markus Böhme wird nicht mit dabei sein bei der Europameisterschaft, um die Frage von Yannick auch nochmal zu beantworten. Und die Blocker dann für die EM, diejenigen, die in Frage kommen. Anton Brehme, der heute noch nicht am Start ist. Tobi Krieg, Yannick Guralik und Flo Krage. Der Kader wird endgültig Anfang kommender Woche bestätigt für die Europameisterschaft. Mann am Service. Diesmal mit dem Hybrid Float. Schwerer Ball für Linus Weber. Klasse Abwehr hinten von Gijs Jorna. Gut gespielt vom Mann, der reinkommt. Es trägt Weber im Doppelwechsel gemeinsam mit Bota Temat für Wessel Kemink und Nimir Abdelaziz bei den Niederländern. Ein bisschen Pech bei Tobi Krieg dabei, dass er den durch die Arme bekommt. Aufschlag von Tönstra und der geht noch rüber. Super Tat von Julian Zenger. Jetzt schnell sortieren und dann kommt er wieder angeflogen aus dem Hinterfeld. Benny Tönstra, aber Chance für die Deutschen, sich jetzt zu belohnen. Geordneter Spielaufbau ist da. Linus Weber auf den Block. Ball links aus. Punkt fürs deutsche Team. Das war jetzt sehr hektisch, das war sehr dynamisch, sage ich mal, vom Geschehen auf dem Feld. Und da nochmal dieser Ball von Julian Zenger, dem Mann, der gestern Geburtstag hatte im Übrigen. Dann super aufgepasst von Hannes Tille vorher. Der MVP der vergangenen Bundesliga-Saison. Julian Zenger zur richtigen Zeit am richtigen Ort im Rimshot. Ohne Blockführung setzt das Ding hinten
jetzt aus. Jetzt wird deutlich in diesem dritten Durchgang. Das ist schade, weil das Team zwischenzeitlich reingefunden hat in diese Partie. Jetzt ein wenig den Rhythmus wieder vermissen lässt und ein wenig wieder Rhythmus verloren geht. Gutes Zusammenspiel, Hannes Tülle und Tobi Krieg. Die kennen sich lange, lange Zeit, Junioren-Nationalmannschaft gemeinsam gespielt. Und dann eben jetzt auf der großen Bühne bei der A-Nation-Kombination. Jahrgang. Drei Jungs auf dem Feld aktuell mit Julian Zenger, Johannes Tille und Tobi Krieg. Und dann im weiteren Nationalmannschaftskreis. Igor Bogachev, der auch aus diesem 97er, 98er Jahrgang kommt. Genau wie Tim Peter, der vor zwei Jahren, wenn ich das richtig im Kopf habe, Teil des Nations League Kaders von Andrea Gianni war. Oh, ein bisschen Pech bei Hannes Tille jetzt bei diesem Block. Nimmt den mit auf die eigene Seite. Schade, schade. Ja, unglücklich bei Johannes Tille. Starke Annahme von Julian Zenger. Rallys werden jetzt länger. Oh, und das ist ein starker Block erneut von Fabian Plack gegen Linus Weber. Der hat nicht seinen Rhythmus. Bekommt natürlich auch viele, viele hohe Bälle. Auch hier Fabian Plack super da, aggressiv schiebt drüber, aber da war eine Netzberührung. Sieht man jetzt erst in der Wiederholung. Also der Punkt hätte nach Deutschland gehen müssen, sei es drin bei 15:24. Das hat mal abgewehrt. Acht Stück bleiben noch. Perfekte Annahme. Und Flo Krage ist zwar dran, aber nicht entscheidend. Dritter Durchgang geht's. Also an die Niederlande, wir haben noch ein bisschen Spaß zusammen. Die Niederlande sind wieder zurück im Geschäft. 2:1. Wir sind können weiter Volleyball vor Zuschauern in Düren sehen. Das macht mich ein bisschen glücklich, muss ich sagen, lieber Chat. Ich hoffe euch auch, auch wenn dieser zweite Durchgang nicht gut ausgegangen ist für das deutsche Team. Aber ich glaube, da muss man auch immer wieder ein Verhältnis herstellen. Da muss man immer wieder auch sehen, dass ein Starting Six ausgetauscht wurde. Dass es braucht, einen Rhythmus zu finden und das eben auch. Und das voller Respekt vor den Jungs, die auf dem Feld stehen. Dass eben natürlich ein Georg Rosser da fehlt. Dass eben natürlich ein Dennis Kaliberda, ein Christian Fromm fehlt. Das ist alles völlig in Ordnung. Und jetzt bin ich gespannt, ob sie im vierten sich eben verbessert zeigen. Und ob die Niederlande auch noch einmal durchwechselt. Shot. Der Mann, der das Team sicherlich so ein bisschen führen sollte in diesem dritten Durchgang und es auch weiterführen soll im vierten. Der Mann, der zurückkehrt nach Berlin. Der Mann, den es zurückzieht an alte Wirkungsstätte. Hat eine super Saison gespielt in Polen vergangenes Jahr. Ich habe es erwähnt, bester Annahmespieler der polnischen Plusliga. Und das will schon was heißen.
jetzt soll er eben endgültig zu dieser Identifikationsfigur auch werden in Berlin. Karin Hieromant, der war schon ein bisschen angesäuert damals, als Rumschott die Berliner verlassen hat in Richtung Mailand, Richtung Andrea Gianni damals auch im Übrigen. Jetzt kann er eben wieder zurückkommen. Jetzt kann er eben nochmal einen Anlauf wagen, diese Identifikationsfigur zu werden. So, also dritter Durchgang, 16:25 aus deutscher Sicht. Ich überblicke mal so ein wenig, sehe, dass Janik Koralik wieder in der Mitte dabei ist, also ersetzt Tobias Krieg, wenn ich das richtig überblicke. Und Flo Krage weiterhin dann in der Partie. Ansonsten das deutsche Team unverändert im Gegensatz zu Durchgang Nummer 3. Bei den Holländern hat sich ein wenig was getan. Reiche ich dann auch gleich nach. Da ist Teixeira Horst beispielsweise in der Partie, der Außenangreifer aus Perugia, auch absolutes Aushängeschild des niederländischen Volleyballs. Im Zuspiel bleibt Freek de Weijer auf der Platte. In der Mitte Twan Hülsenburg. Auch noch junger Mann mit von der Partie, Wouter ter Maat. Formation auf Diagonal. Robert Andrieger. Ebenfalls auf der Platte. Also auch da rund erneuertes niederländisches Team in diesem vierten Durchgang. Und auch das wird sich sicherlich bemerkbar machen jetzt die nächsten Minuten. Gut gespielt. Der Pipe-Angriff über Moritz Reichert. Für Linus Weber und dafür packt er den Block zu. Dafür holt er sich den Punkt an den Block. Auch das gibt Selbstbewusstsein und das braucht der Linus Weber. Der dritte Satz war nicht sein Satz. Keine guten Quoten im Angriff. Hatte das ein wenig mit sich zu kämpfen, ein wenig mit sich zu hadern. Viele Highball-Situationen, die er auch lösen musste. Hat das nicht ganz leicht. Und dann tut so ein Block natürlich gut. War damals dabei bei den Berlinern, als sie deutscher Meister wurden in der Saison 16-17, als sie auch im Übrigen ins Final Four der Champions League einzogen, auch damals gemeinsam mit Ruben Schott. Eine außerordentliche Saison damals, die sie gespielt hat. Zuvor 15-16 ja bereits den CV Cup gewonnen. Dann kam Benjamin Petsch und begründete eine neue Ära. Nach Paul Carroll und eben Wouter ter Maat. Gemeinsam mit Carol Russell und dann irgendwann als Alleinunterhalter. Früh
zu sehen, dass er da den zweiten Ball nehmen möchte. Nicht gut angezeigt. Clever von Linus Weber in den Block gelegt, den Ball. Bekommt nochmal eine Chance. Kommt nicht durch. Ah, dann ist er nicht mehr drunter. Dann ist er nicht mehr drunter hinten. Janik Koralik. Bewegungsimpuls, der erste Kontakt. Und dann ist es ganz, ganz schwer, da noch hinzukommen für Janik Koralik. Übertritt beim Ausschlag, beim Diagonalen. Nicht sein Spiel bislang, nicht das Spiel von Linus Weber. Anfang des Satzes angedeutet hatte, dass es ein bisschen wilder wird, dass es ein bisschen Spielfluss verlieren wird, auch bei den Niederländern. Trifft jetzt ein und ohne, dass beim deutschen Team es besser läuft jetzt als im dritten Durchgang, das würde ich schon so sagen, dass es noch nicht diesen Spielfluss hat, den es braucht. Aber ohne, dass es da jetzt besser läuft und flüssiger läuft, sind sie automatisch wieder enger beisammen, weil eben auch bei den Holländern ein deutlicher, bei den Niederländern ein deutlicher Cut wurde personell für diesen vierten Durchgang. Letztes Aufeinandertreffen bei einer Europameisterschaft war 2019. Damals 3:1 für das deutsche Team in der ersten K.O.-Runde. Schwieriger Kontakt und dann reicht es Flo Krage. Und dann kann er noch mal stopfen. Hat er doch vorhin schon mal gemacht. Sehr gut gemacht. Technische Auszeit, 8:6 fürs deutsche Team. Also der Kontakt hier sehr unsauber. Und dann Spiele von LeBron James, Flo Krage. Mehr feiern. No, after break, change. Oh, repeat? Ja. Ja. Krass, ne, guys? Ja, Frage. Ist keine Dinge. Ja, du hast so schön, ja, aber du hast so schön gemacht, ja, rüber und so, ja, noch ein bisschen, ja, das gibt viel, viel, viel. Ohne. Deutschland! Ich hoffe, lieber Jenny, habt es gehört, Georg Grosser, da nochmal mit warmen Worten für Linus Weber, die beiden. Jetzt verdeckt von Janik Koralik, stehen da auch noch zusammen. Also da gab es nochmal warme Worte und Georg Grosser sagt, du hast das schon sehr gut gemacht, du hast das so schön gemacht, mach doch weiter. Und dann ergibt sich der Rest ein wenig auch automatisch. Terhorst und er setzt den hinten ins Eck. Der Mann aus Perugia. Aus der vergangenen Saison unter Vital Heine, damals Teamkamerad von David Sossenheimer und Jan Zimmermann. All seine Erfahrung aus 29 Jahren. Nicht der härteste Angriff, aber sehr platziert.
abgelöst aus dieser Situation. Ja, das ist gut von Hannes Tille. Mutig, das gefällt mir, dass er da auch dieses Selbstbewusstsein hat und dieses Selbstverständnis eben auch mit aufs Feld bringt. So viele Länderspiele hat er noch nicht auf Buckel und sammelt sich jetzt einen extra Applaus ein. Ja, sehr gut. Spät zu sehen, überhaupt nicht reagiert. Im Abwehrriegel bei den Niederländern hervorragend gemacht. Linus Weber und genau das, was Georg Rosser eben gesagt hat. Du machst das so schön. Das kommt. Bleib geduldig. Mach weiter deine Sachen, wie mit dem Trainerteam auch besprochen. Gut und ruhig. Und dann wirst du gut eingesetzt von Hannes Tille. Schnell abgeschlossen, Block noch nicht stabil da. Gut gelöst von Linus Weber. Am Block, deshalb weil wir klappen. Weber ganz aggressiv gegen Terhorst. Und dann geht der Angriff von Walter Termat an die Antenne. Aber den Block würde ich auch gerne nochmal sehen. Einer Block gegen Terhorst, das lässt er sich normalerweise nicht mal im Ansatz, nicht mal im Traum entgehen. Und dann greift er den mal böse oben ab und der Punkt geht nach Deutschland. 12-9. Die Führung wieder für das Team von Andrea Gianni. Aber trotzdem gut gelöst von Freek de Weijer und Walter Termat. Macht da keine Experimente. Mia Abdelaziz rein, vorne den Block zu verstärken für den Zuspieler, für eben Freek de Weijer. Und um im Zweifel auch selber zuzuspielen. Solange Walter Termat noch hinten am Aufschlag steht. Löst von Moritz Reichert. Schwieriger Ball für Linus Weber. Er hat das clever gelöst. Auch da wieder versucht, den diagonalen Walter Termat aus dem Spiel zu nehmen. Und dann gegen Doppelblock. Nicht erfolgreich. Und das ist dann bitter. Und da haben wir auch wieder gesehen. Nime Abdelaziz. Super Zuspieler eigentlich vom Niederländer. Für Walter Termat. Und der ist dann, auch das werden wir gleich sehen, ist dann einfach zu früh dran. Ball sehr hoch und das ist eben dann die fehlende Abstimmung natürlich, weil Nimir normalerweise diese Zuspielerrolle eben nicht mehr inne hat. Also an sich ist das eine Riesenwaffe taktisch. Ja, jetzt ist er Tusch und da ist der Horst. So, Stück für Stück wechseln die Niederländer wieder in ihre A-Formation zurück. Wessel Kemink auch wieder auf der Platte für Wouter Termat. Der geht Richtung Türen Mitte, der Aufschlag von Thijs Terhorst.
Flair für Kemik. Super gerettet, klasse gerettet. Also ein paar spektakuläre Bälle haben wir jetzt auch dabei. Und Linus Weber. Es bleibt weiter ein gemischter Abend. Ein Abend mit gemischten Gefühlen für den deutschen Youngster. Super Aufschlag hier. Dann bekommt er eine gute Situation, trifft den Ball nicht richtig. Linie ist eigentlich offen. Gut aufgepasst von Flo Krage. Da kam der Ausruf von Moritz Reichert. Diesmal von Moritz Reichert. Wir sind nicht ohne. Technische Auszeit 16-12. Sieht gut aus beim deutschen Team. Sieht gut aus bei den Jungs, die auf der Platte sind. Nicht ganz so überzeugend für die ersten sechs. Aber trotzdem mit einer vernünftigen Leistung. Ja, gut zu wissen für Andrea Gianni, dass auch die Jungs aus der vermeintlich zweiten Reihe so denn, das muss man auch immer wieder einordnen dazu sagen, so denn die sechs, die er am Anfang auf die Platte geschickt hat mit Ronka Libera auf Außen. Kriegt Goralek mal mit einem Fragezeichen und auf gute Rückkehr von Anton Brehme, den kann man dann schon erwarten. Eben Zimmermann Grosser. Wenn man davon ausgeht, dass die Jungs es auch bei der EM als Starting Six richten sollen, ist es gut zu wissen, dass diese zweite Sechs auch performen kann und stark performen kann. Ja, das ist clever von Ruben Schott. Hat ein schelmisches Lächeln auf den Lippen. Der Außenangreifer der deutschen Nationalmannschaft. Der neue Berliner, beziehungsweise der Wieder-Berliner, muss man ja sagen. De Weyer auf der Platte. Der ist knapp weg. 20, 30, 40 Zentimeter. One time, the other one
both time was out, the ball of Zimmermann exactly on Ben, yeah? So we have to remember this one. So leave a little bit the line and bring the ball in the middle, huh? Ready for net touch. Come on! Oh! Dann geht's in die womöglich letzten 5 bis 10 Minuten dieser Partie. 3 Punkte Führung. Das deutsche Team. Auch liebe Zuschauer, damit ihr es schon mal im Blick habt, die deutsche Nationalmannschaft, bevor wir später dann nochmal aktuell über dieses Spiel sprechen. Erstes Match am 3. September. 17 Uhr in Tallinn, in Estland, also 17 Uhr Ortszeit gegen Kroatien. Deutschland ja in einer Gruppe mit Kroatien, Estland, Frankreich, Lettland und der Slowakei. Also Platz 2 hinter Frankreich sollte Minimum das Ziel sein. Vielleicht kann man Frankreich ärgern. Wer weiß, wie die drauf sind nach ihrem Olympiasieg. Wie dann auch überhaupt eine Spannung noch da ist, nachdem man das große, große Highlight schon gesetzt hat im Sommer und das große, große Highlight, die auch so erfolgreich bestritten hat. Das ist also der Fahrplan für die Jungs von Andrea Gianni. Das Ganze, wie gesagt, zu sehen dann auf Sport 1 Plus. Hier für Linus Weber ist es dann bereits die 3. EM-Teilnahme. Etwas unverhofft. 2017 in den Kader gerückt nach Verletzungen von Moritz Reichert, von Igor Bogachev. Als Libero damals Europameister bzw. Vize-Europameister geworden. Clever von Thijs ter Horst. Es ist noch mal eng, es gibt noch mal eine Crunch-Time mit leichtem Vorteil. Stand jetzt auf Seite der deutschen Nationalmannschaft. Schon mal auf einen ranzukommen. Wouter ter Maats setzt ihn hinten rein, setzt ihn hinten ins Feld. Da war es nur noch einer. Von Moritz Reichert, gut eingesetzt von Johannes Tille. Sehr schnell gespielt. Ist ja auch was, was er durchaus kann, was sein Herrsching auch so ein Stück weit stilisiert hat mit Tim Peter, den er lange, lange kennt. Johannes Tille. Und auch mit Jori Manta. Sehr schnelles Spiel über die Außen etabliert. Dementsprechend kommt ihm das natürlich entgegen, dass auch ein Moritz Reichert schnelle Bälle braucht auf diesem internationalen Parkett.
Kleber, da war noch der Block dran von Luc van der End. Jedenfalls ein Mann aus Herschen. Nochmal die Auszeit für die Niederlande. Vermutlich stand jetzt die letzte in dieser Partie. Wir sind ja im Fernsehen. Und wenn ihr zurückkommt, ich zähle ganz leise 3, 2, 1 runter und dann explodiert. And then we have to be able to leave really the line open for him and the defense will bring the line, okay? Hadi, go! So, Düren macht auch noch ein bisschen Party. Wir haben es gerade eben gehört bei Roberto Piazza, dem Trainer der niederländischen Nationalmannschaft. Also man möchte Linus Weber in der Block-Defense die Line, also die Linie anbieten, sprich etwas Platz lassen zwischen Block und Antenne. Linus Weber eher derjenige, der diagonal seine Anschlusslösungen sucht. Georg Grosser eher die Linie runter, also auch zwei völlig verschiedene Typen im Diagonalangriff. Und dann muss die Linie eben vom Mann auf der 5 verteidigt werden. Das ist also der Plan von Roberto Piazza, um Linus Weber zu stoppen und um nochmal ranzukommen. 22 Zähler auf Seiten des deutschen Teams, 20 Zähler auf Seiten des niederländischen Teams. Heißt summa summarum 2 Breaks der Vorsprung des Teams von Andrea Gianni. Und dann hätten wir wieder ein 3:1, genau wie vor 2 Jahren bei der Europameisterschaft im Achtelfinale. Ja, und dann holla die Reife, Linus Weber. Bekommt die Linie, nimmt die Linie und schießt Reis Jorna gefühlt aus der Halle. Leckerer Angriff. Ja, und da hat sich Reis Jorna ordentlich einbetoniert, da die Linie runter, aber keine Chance, den abzuwehren. Super zu spielen. Netzberührung bei Roben Schott im Block. Aber genauso der Fehler bei den Niederländern. Und das ist dann derjenige, der als erstes zählt. Übertritt bei Wouter Temat. Und wir haben Matchball Deutschland. 24:20. Das war also Deutschland gegen die Niederlande, das Testspiel. Verdienter Sieg für die deutsche Nationalmannschaft. Ich mache mich runter auf den Weg und spreche dann gleich mit Jan Zimmermann für euch.
herzlichen Dank für eure Besuch. Schön, dass ihr da wart. Kommt gut nach Hause, wenn ihr euren Platz verlasst, dann die Masken wieder auf. Die meisten haben das schon so. Und dann, wenn ihr Bock habt, es gibt für Sonntag noch ein paar Tickets. Dann geht das quasi nochmal in so eine Revanche-Testspielgeschichte. Heute waren schon ein paar hundert da. Wir können das Ding hier gerne voll machen. Rechtlich ist das erlaubt. Also, wenn ihr Bock habt, am Sonntag 15:15 Uhr. So, wir sprechen mit Jan Zimmermann. Wir haben schon während des Streams auch mit den Zuschauern so ein wenig über die neue Rolle gesprochen, die dir jetzt innewohnt bei der Europameisterschaft. Stammzuspieler, Lukas Kamper fehlt. Wie gehst du damit um, jetzt vielleicht auch mit einem anderen Druck, den du hast vor diesem Turnier? Naja, ich habe es ja so ein bisschen mitgemacht jetzt, auch in der Weltliga. Wenn Lukas war ja immer wieder jetzt die letzten Jahre nicht da. Ich versuche, ihn gut zu ersetzen, beziehungsweise mein Ding auch zu machen, weil ich will nicht Lukas sein, ich will ich sein. Und ja. Die Jungs machen es mir relativ leicht bisher. Sehr undiplomatisch auch reingestiegen in das Interview bei jeder Journalistenschule. Wahrscheinlich würde das nicht durchgehen. Da kommt auch Georg Grosse noch dazu. Der darf gleich gerne auch noch vorbeikommen, im Zweifel. Jetzt hast du heute das Spiel gegen die Niederlande ja auch gespielt. Sehr gut gespielt, wie ich finde. Der Chat hat auch positive Rückmeldung gegeben, hat auch gesagt, das hat richtig Spaß gemacht. Wie siehst du die Entwicklung des Teams, aber auch auf dich bezogen jetzt in dem Sommer nach einem ja, wahrscheinlich eher schwierigen Jahr mit wenig Spielanteilen in Perugia? Ja, allgemein würde ich sagen, das Jahr war nicht so einfach, das weiß ich auch, aber jetzt über die Weltliga ist es immer besser geworden. Wir haben jetzt natürlich nochmal ein bisschen anderen Rhythmus gefunden mit den Jungs, haben im Angriff, glaube ich, einen deutlichen Schritt gemacht, haben an Abstimmung viel gearbeitet, jetzt ist Georg noch dazu gekommen, was natürlich auch nochmal was Neues ist, was uns aber gut tut, der viel Energie gibt und ja, ich glaube, wir machen vor allem im Angriff große Schritte, wir schlagen gut auf. Jetzt müssen wir einfach noch ein bisschen Rhythmus finden in einer Woche. Ja. Was nimmst du mit jetzt aus dem Spiel heute? Ich glaube, allgemein haben wir gut aufgeschlagen. Wir haben jetzt letzte Woche gegen Belgien ein bisschen im Hochball noch Probleme gehabt. Vor allem gegen Hochball zu blocken und da ein bisschen mehr zu verteidigen. Das haben wir heute, glaube ich, also deutlich besser gemacht. Im Block viel berührt, besser verteidigt und ja. Da haben wir auf jeden Fall einen Schritt gemacht zu letzter Woche gegen Belgien. Nehmen wir uns gerne auch nochmal mit in die Vorbereitung ab dem ersten Lehrgang. Kienbaum ist jetzt. Woran habt ihr gearbeitet? Welche Schritte habt ihr gemacht über die Nations League, über dann jetzt die Testspiele bis heute? Ja, also wie gesagt, schon in der Nations League haben wir ein bisschen Probleme mit Angriff, auch aus guter Annahme vor allem. Da hat es oft mit der Abstimmung noch nicht so ganz genau gepasst. Da haben wir jetzt ganz viel dran gearbeitet und vor allem eben, wie ich gesagt habe, Block gegen Hochball und dann aus der Abwehr einen ordentlichen Gegenangriff zu spielen. Das waren schon so die Hauptdinger, weil in der Weltliga haben wir schon gut aufgeschlagen, wir haben gut angenommen. Das waren jetzt so unsere Hauptelemente für die ganze Vorbereitung und das hat sich so von Woche zu Woche eigentlich verbessert. Wichtig für eine erfolgreiche Europameisterschaft ist auch immer ein guter Georg Grosser traditionell. Wie ist da das Verständnis? Also persönlich versteht ihr euch gut, das weiß man, aber wie ist da auch das Spielverständnis zwischen euch beiden? Ich habe gesehen, jetzt in der Auszeit auch viel miteinander gesprochen, viel kommuniziert, auch auf dem Feld viel kommuniziert. Wie funktioniert da das spielerische Zwischenleben sozusagen? Also, ja gut, Georg und ich kennen uns schon ewig. Wir haben jetzt wenig zusammengespielt gehabt. Wir versuchen eben viel zu kommunizieren und uns da von Tag zu Tag eigentlich zu verbessern. Deswegen ist die Kommunikation auch so viel, weil er jetzt eben auch lange nicht dabei war und wir einfach nicht so viel zusammengespielt hatten. Nee, es läuft sehr gut. Wir machen da auch unsere Schritte, weil er braucht noch ein bisschen anderen Ball als Linus. Mit Simon war ganz anders, deswegen, ja. Ich glaube, es sah heute nicht so schlecht aus. Definitiv nicht, definitiv nicht. Was steht jetzt noch an? Also Länderspiel am Sonntag und wie ist dann eure Road to Estonia, wenn man ja sagen kann? Also es geht ja nach Estland dann für die Vorrundengruppe. Wie sieht der Zeitplan aus? Was macht ihr jetzt zwischen den Spielen? Gut, wir spielen morgen nochmal ein inoffizielles Spiel, jetzt ein Trainingsspiel gegen die Holländer. Ich denke mal, da werden wir ein bisschen mehr spielen sogar noch. Und dann spielen wir Sonntag das letzte Spiel, haben Montag nochmal einen Tag frei, machen noch ein bisschen Recovery, ein bisschen Regeneration. Und Dienstag trainieren wir noch einmal hier, glaube ich, bevor wir dann Mittwoch schon fliegen. Gibt es eine interne Zielstellung oder gibt es eine Zielstellung für die Europameisterschaft? 2017 gab es Silber, Viertelfinal aus, glaube ich, war es 2019. Was ist jetzt dieses Jahr drin? Das ist ja das eine. Und was habt ihr euch als Ziel gesetzt für die Europameisterschaft? Ich denke, wir wollen auf jeden Fall wieder ins Viertelfinale kommen, so wie das letzte Mal auch war. Und ab dem Viertelfinale ist alles immer offen. Mal sehen, wie weit wir es dann schaffen, aber wir wollen gut über die Gruppe kommen, wollen uns einen guten Rhythmus holen, auch für das Achtelfinale und Viertelfinale und wir denken jetzt aber erstmal Spiel für Spiel, weil es einfach für uns das Wichtigste ist, einmal gut ins Turnier zu starten und da ordentlich anzufangen. Trotzdem, letzte Frage noch Richtung Europameisterschaft. Hilft es, dass Olympische Spiele waren, dass Frankreich, dass Italien, dass Polen dort schon ihren Saisonhöhepunkt sozusagen hatten?
Boah, wir werden sehen. Ich glaube, Polen wird sehr, sehr hungrig sein, weil sie die Olympia einfach aus ihren Augen nicht gut abgeschlossen haben. Bei den Franzosen bin ich sehr, sehr gespannt. Das kann so und so laufen. Ne? Wenn die Bock haben, dann sind die immer gefährlich. Ich weiß jetzt nur nicht, wie sie damit umgehen. Ansonsten, Italien ist eine sehr junge Mannschaft da. Ich glaube, dass eine M trotzdem noch ein Höhepunkt ist im Sommer. Wir werden sehen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie alle ins Turnier kommen. Wir auch. Wir drücken natürlich die Daumen, das Ganze dann bei Sport 1 Plus zu verfolgen. Vielen Dank, Jan. Und danke, wir schauen nochmal zurück auf King of the Court und ich melde mich dann gleich nochmal vom Kommentatorenplatz. Ciao. Now, well, I don't think they can see the finish line, but surely they can see something towards the finish line. Yeah, but you can see like first four side outs were easily for Kantor Losek, but now these last two getting really tougher and tougher. Yeah, their legs are going to start hurting. No, what a touch from Bonavas. David Bonavas, free ball. Fighting till the end. He didn't want to volley that Whoa. One. Whoa! No. Great score. Not going to, they were waiting for this. Uh-oh. Still ball in the game. Inside, back to the line, it's so and good. And beautiful line shot. What a risk loss it there. It's a great camera angle from behind. You can see everything so good. Das war dann also Jan Zimmermann. Jetzt bin ich auch on-air mit dem Ton, wie ich gehört habe. Also nochmal schöne Einblicke, wie ich finde, in die Vorbereitung, auch in die Zielstellungen Richtung Europameisterschaft dieses deutschen Teams und auch Einblicke in die Eindrücke dieses Spiels der Niederländer. Morgen dann das inoffizielle Trainingsspiel am Sonntag, dann wieder ein offizielles Länderspiel, das dann natürlich auch wieder zu verfolgen hier bei uns auf dem YouTube-Kanal, auf dem ihr gerade auch dieses Spiel verfolgt habt, des Deutschen Volleyballverbandes. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Mitmachen. Und ich freue mich einfach, Volleyball vor Zuschauern zu sehen, begleiten zu dürfen und freue mich dann auch aufs nächste Mal auf euch und sage Tschüss aus Düren.